Zuschauer, ich sitze hier heute mit Florian und Tobias von Point 8. Ihr sagt gleich, glaube ich, selber ein bisschen was zu euch und zu dem, was Point 8 macht und was ihr bei Point 8 macht. Wir sitzen heute zusammen, weil ich mich vor ein paar Wochen über einen Artikel in der Brand 1 geärgert habe, der das Thema Big Data behandelt und ich aber mit meinem eher laienhaften Verständnis von Big Data einfach nur das Gefühl hatte, dass da vielleicht einiges drinsteht, was ja eher Bashing ist als irgendwie handfest. Und da habe ich euch gebeten, dass ihr mal vorbeikommt und wir uns drüber unterhalten. Bevor wir damit loslegen, würde ich euch aber bitten, dass ihr euch als Person einmal jeweils kurz vorstellt, damit die Leute, die dann später zugucken, wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und vielleicht kurz ein paar Sätze dazu sagt, was ihr mit Point 8 vorhabt und macht. Ja, also ich bin Florian Kruse, komme eigentlich aus der Teilchenphysik. Wir haben am CERN tatsächlich echtes Big Data gemacht und haben festgestellt, dass man das, was wir dort in der Wissenschaft gemacht haben, auch in der Wirtschaft braucht und bringen jetzt unser Know-how von der Wissenschaft in die Wirtschaft als Dienstleistung. Deswegen behaupten wir, dass wir für Big Data die richtigen Ansprechpartner sind. Sehr schön. Ja, ich bin Tobias, habe genauso wie Florian Physik studiert, über ein Projekt, das am CERN lief, promoviert, habe da Florian unter anderem im Rahmen dieser Projekte auch kennengelernt, relativ lange mit ihm zusammengearbeitet. Habe die Universität vor 3 Jahren verlassen, bei einem Dienstleister in der Industrie angefangen, darüber zum ersten Mal sehr schnell den Kontakt in den Bereich von Industrie 4.0 Projekten bekommen, eben halt Digitalisierungsprojekten, da halt gesehen, dass in diesem gesamten Gebiet Informationsmanagement, Datenmanagement viel unterwegs ist, viele sagen, dass sie was tun möchten, man dann sieht, dass noch nicht so viele wirklich was tun und vor allem auch eine Facette von Daten eigentlich ganz stark im Vordergrund steht aktuell und das ist überhaupt erstmal das Datensammeln. Und Point 8 tritt ein Stück weit auch damit an, dass wir sagen, das Datensammeln ist schön und gut und Daten zu haben, viele Daten zu haben, ist grundsätzlich erstmal keine schlechte Sache, aber wir brauchen erstens Use Cases dahinter und wir brauchen zweitens eine solide Methodik dahinter, um mit diesen Daten wieder wirtschaftlich relevante Dinge sichtbar zu machen und dann eben halt auch eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, egal ob auf Werksniveau, da wo tatsächlich produziert wird oder eben halt auch auf Managementniveau, da wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Okay, gut. Ja, dann habt ihr ja eure Definition von Big Data gleich geliefert. Das war ja in unserem Vorgespräch auch so ein Punkt, den ihr in Sachen dieses Band 1 Artikels gesagt habt, dass letztendlich der Autor gar keine Definition liefert, was er letztendlich unter Big Data versteht und dass man das an diesen 5 Thesen, die er da aufgestellt hatte, auch ganz gut sehen kann, dass da eigentlich keine klare Linie drin ist. Und für euch ist Big Data also nicht das, was man als Laie drunter verstehen würde, einfach große Datenmengen sammeln und dann mal gucken, was man damit macht, sondern ihr würdet tatsächlich eher andersherum rangehen und erstmal überlegen, was will ich für ein Ergebnis erzielen und welche Daten brauche ich dafür. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, für uns ist Big Data in erster Linie mal ein Marketingbegriff und an der Stelle stimmt man natürlich auch mit dem Brand 1 Artikel ziemlich gut überein. Das ist zum einen natürlich eine ganz gute Sache, weil wenn man Big Data sagt, zumindest die grobe Richtung, über die man dann spricht, für alle, die sich darüber unterhalten, schon mal klar ist. Zum anderen ist es für uns aber natürlich auch nicht ganz einfach, weil wir aus einem Bereich kommen, wo Big Data auch wirklich big ist, wo ich eben halt nicht über ein paar Gigabyte an Daten rede, sondern darüber, dass wirklich tausende Petabyte an Daten gesammelt, aufgenommen und schließlich ausgewertet werden und auch nicht gleichförmige Daten, sondern ganz unterschiedliche Daten aus ganz unterschiedlichen Systemen, die wieder zusammengefügt werden müssen, wo man dann schauen muss, was für Schlüsse kann ich drauf ziehen, wie nehme ich diese Daten überhaupt auf, wie kann ich die speichern, wie viel davon kann und will ich überhaupt speichern, was für eine Infrastruktur halte ich davor. Und das ist natürlich für uns Big Data. Es ist an der Stelle wirklich big und wirklich vielfältig. Ja. Wenn ich in der Wirtschaft über Big Data rede, dann fängt Big Data an der Stelle an, wo ich ein Telefonbuch habe. Okay. Ja, und natürlich kann man damit auch was machen und natürlich ist auch das was ich nicht mehr von Hand auswerten möchte, wo ich IT-Systeme benutzen möchte, um Daten auch in diesen Mengen zu verwalten. Aber ich komme zu ganz anderen Problemstellungen da drin und dazu, dass ich oft auch schon
mit sehr einfachen Methoden in Bestandsdatensätzen eine ganze Menge rausfinden kann, wenn ich eben halt die richtige Frage stelle, wenn ich den richtigen Anwendungsfall formuliere. Und da zwischen abzugrenzen, was für ein Gegenüber haben wir gerade, ist es jemand, der wirklich darüber spricht, dass sein Unternehmen in den Daten gerade untergeht und er dieser überhaupt nicht mehr Herr wird, oder ist es ein Unternehmen, das gerade anfängt damit, das bestimmte Daten hat, ganz konkrete Fragen zu den Daten hat. Das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Themen. Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, Big Data ist nicht die Wunderkugel, wo ich meine Daten reinschmeiße und es kommt auf einmal mein digitalisiertes Business daraus. Man muss schon mehr machen, als einfach zu sagen, ich sammle jetzt alle Daten, schmeiße sie in eine Maschine rein und dann kommt irgendwie was Schlaues bei raus. Man muss sich schon überlegen, was will ich erreichen, wo drückt bei mir in meinem Business der Schuh, wo möchte ich damit hin, um dann zusammen mit Experten zu überlegen und umzusetzen, was dafür nötig ist. Ja, okay. Damit sind wir im Grunde genommen auch bei der ersten These, in der es ja darum geht, dass offensichtlich durch dieses Werbeversprechen Big Data in den Köpfen ist, wenn ich viele Daten habe, kann ich daraus alles Wissen ableiten, was ich brauche, und das erfüllt Big Data nicht, und dem würdet ihr tatsächlich auch zustimmen. Also, nur gesammelte Daten sind halt nicht das Wissen der Welt und nicht die Lösung für alle Probleme, die ein Unternehmen hat. Genau, sind ja im Grunde zwei Fragen. Das Wissen der Welt sind vielleicht die ganzen gesammelten Daten. Ja. Ich muss dieses Wissen erstmal irgendwo haben, ich muss es wohl liegen haben, um was damit tun zu können. Aber dann kommt es natürlich wirklich darauf an, dass ich die richtige Frage stelle und auf der anderen Seite die richtigen Werkzeuge habe, um aus dem großen Datenberg dann die Antworten auch wiederzufinden. Ja. Und das ist, glaube ich, was man differenzieren muss. Natürlich funktioniert keine Analysemethode, ohne dass ich die Daten habe. Ja. Aber in vielen Fällen, und das ist auch, wie es bei den Experimenten am CERN oder am LHC gemacht worden ist, lohnt es sich schon mal zu überlegen, in welche Richtung ich Schlüsse finden und ziehen möchte, um dann meine Datensammlung ein Stück weit darauf auszurichten. Ich muss offen bleiben, damit ich auch Dinge herausfinden kann, die über meine Ausgangsfragestellung hinausgehen. Ja. Aber ich möchte natürlich auch, und da kommen natürlich wirtschaftliche Gedanken auch ins Spiel, mir einigermaßen sicher sein können, dass ich überhaupt irgendwas finde. Und das kann ich nicht, wenn ich einfach alle Daten nehme, die in irgendein Loch schmeiße und dann hinterher mit einem großen Holzlöffel mir eine Schippe da rausnehme. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit irgendwas anfangen kann, relativ gering. Okay. Jetzt habt ihr ja gerade schon gesagt, Big Data ist tatsächlich erstmal ein Marketingversprechen. Erlebt ihr das auch tatsächlich so im Alltag mit euren Gesprächspartnern, dass da vielleicht schon mal irgendwie Mitbewerber von euch gesessen haben und Dinge versprochen haben, die letztendlich nicht eingehalten werden können? Also ist das wirklich so, dass da draußen auf dem Markt das Wort Big Data benutzt wird als Versprechen für alle Probleme, die mit Digitalisierung zusammenhängen, lassen sich damit lösen, und da geht ihr da anders dran? Also definitiv ist es so, dass man das sieht, dass auf diesen Hype dieses Marketingbegriffs ist es genauso wie bei Industrie 4.0. Der wird benutzt, der wird natürlich auch instrumentalisiert. Wäre für die Unternehmen, die damit Werbung machen, wahrscheinlich auch nicht clever, das nicht zu tun. Ja. Wir wissen tatsächlich aus unseren Erfahrungen mit Interessenten, mit denen wir gesprochen haben, dass da auch eine gewisse Skepsis dagegenüber ist, gegen diese Allheilsversprechen. Irgendwie, das ist die schwarze Box, die mir meine Antworten automatisch liefert. Okay. Und dass wir mit dem Ansatz zu sagen, wir treten nicht auf, dass wir dir dieses Allheilsversprechen bringen, sondern dass wir dir Experten liefern, die mit dir zusammen deine Probleme lösen, tatsächlich bei diesen interessanten Punkten. Das heißt, gewissermaßen sieht man das schon. Für uns ist es aber ganz klar auch so, dass Big Data natürlich auch für uns ein relevanter Begriff ist, mit dem wir Leuten erstmal klar machen können, wo sie uns einsortieren müssen. Okay. Das heißt also, ihr benutzt das Wort Big Data und eure Gesprächspartner wissen, euch einzuordnen und in welche Ecke sie euch erstmal stellen, um zu wissen, mit wer in ihrem Unternehmen muss beim nächsten Meeting dabei sein und so weiter. Okay, das ist ja, dann erfüllt ja dieser allumfassende Begriff zumindest einen Sinn. Das
ist auf jeden Fall. Ja. Für die Kommunikation hilft da ja. auf jeden Fall. Okay. Ja, die zweite These, die der Autor des Brand 1 Artikels aufgestellt hat, ist, dass Big Data ja im Grunde genommen erstmal nur bedeutet, große Datenmengen hatten wir gerade schon. Und er sagt, das ist aber nicht per se gut und führt dann im Beispiel an, das ihr auch aufgegriffen habt im Zuge dessen, wie wir uns vorher darüber unterhalten haben. Und zwar sagt er, dass es in den USA im Jahr 2008 Nate Silver heißt er genau, gegeben hat, ein Statistiker und Blogger, der anhand von Daten, die er von Umfrageinstituten genommen hat, abgeleitet hat, wie das Wahlergebnis der amerikanischen Präsidentenwahlen denn letztendlich aussehen wird. Und der hat zu nahezu 100% getroffen. Und der Autor sagt, ja, das ist ja eigentlich das Beispiel dafür, Expertenwissen ist das, was wir brauchen, um verlässliche Vorhersagen zu treffen. Ihr habt da ganz gut den Einwand gebracht im Vorgespräch, dass das letztendlich ja eigentlich sogar das Beispiel dafür ist, dass mehr Daten besser sind. Nicht pauschal. Also ja. Ich würde es nicht pauschal unterschreiben, dass mehr Daten immer besser sind. Man ja. braucht für eine gegebene Fragestellung und einen gegebenen Anwendungsfall die richtige Menge an Daten, aber auch die richtige Art an Daten. Was hier vielleicht interessant ist, man pickt sich hier einen raus, der zufällig richtig lag. Vielleicht ist er auch der Profi-Experte, der jede Wahl ab jetzt korrekt voraussagen wird. Wenn man sich die letzten WMs anguckt, wo es diese WM-Orakel gab, irgendwelche Tiere im Zoo, die Fußballspiele korrekt vorhersagen. Ja. Wir gucken uns dann natürlich diejenigen an, die das richtig gemacht haben. Wenn wir jetzt genug Orakel finden, finden wir immer am Ende einen dabei, der zufällig alles richtig vorhergesagt hat. Ja. Das heißt aber nicht, dass dieses WM-Orakel, dieser Oktopus, mir auch die nächste WM korrekt vorhersagen kann. Ja. Das kann man jetzt an diesem einzelnen Beispiel von diesem einzelnen Blogger jetzt nicht sagen. Ich kenne den tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Fachwissen der sonst noch eingesteckt hat. Ja. Ich würde nicht sagen, dass jetzt mehr Daten besser sind. Wichtig ist, dass man immer die richtige Menge an Daten hat. Und das ist natürlich was, wo der Brand 1 Artikel natürlich gewissermaßen recht hat, dass der verbreitete Glaube, ich muss noch mehr Daten machen, damit meine Vorhersagen und meine Analysen noch besser sind, den kann man so nicht stehen lassen. Das ist einfach nicht pauschal richtig. Ja, okay, gut. Ich glaube, dass man zusätzlich auch noch differenzieren muss. Du hast gerade gefragt nach der Wichtigkeit von Expertenwissen und wenn wir mal davon ausgehen, dass der Herr, der in Amerika die Wahlen vorhergesagt hat, wirklich Experte auch war und den nötigen Hintergrund mitbringt, dann hilft das natürlich allein schon an der Stelle, wo ich meine Daten einsortieren muss. Ja, ich habe gerade, wenn ich Menschen befrage, natürlich immer Daten, die sicherer sind, die fundierter sind und andere Daten, wo es vielleicht Probleme in der Methodik bei der Erhebung der Daten gab, ja. wo andere Effekte eine Rolle spielen und natürlich kann da Expertenwissen unglaublich helfen, auch mit bestehenden Datensätzen noch mehr zu machen, die besser einzuschätzen, die sinnvoller zu benutzen. Ja. Da muss man eben halt dann ganz klar unterscheiden, dass es eben diese grundsätzlich unterschiedlichen Ansätze gibt. Einmal, Florian hat es gerade die große Zauberkugel genannt, also dementsprechend sehr, sehr moderne, auf künstlicher Intelligenz basierende Systeme, wo einige Leute davon ausgehen, ich nehme meinen ganzen Datenhaufen, schmeiße den da rein und irgendwas Schlaues wird schon rauskommen. Andererseits aber eben halt auch modellabhängige Methoden von Datenanalyse, wo ich dann wirklich mit sehr fundiertem Expertenwissen, wo ich mit Erfahrungen reingehen kann, ja. um dadurch die Aussage in meinen Daten nochmal zu erhöhen. Mhm. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, gerade was den Einfluss von irgendwelchen Vorannahmen angeht und die Tendenz dazu, dann sich selbst erfüllende Prophezeiungen zu erzeugen, sollte ich vorhersagen. Aber grundsätzlich gibt es eben halt die beiden Ansätze und wenn ich sie beide richtig anwende, dann bekomme ich eben halt auch am Ende wieder fundierte Aussagen. Ja. Das heißt, die Methodik ist es letztendlich, es sind nicht die Daten an sich, sondern wie gehe ich eigentlich da dran? Genau, es ist eine Mischung. Ich brauche natürlich die Daten, ich brauche natürlich den Experten ja. in Statistik, der die Methodik einschätzen kann, der die ja. Methodik richtig anwendet und nicht nur irgendwie benutzt. Ja. Und ich brauche unter Umständen dann natürlich auch noch echtes Fachwissen zu bestimmten technischen oder gesellschaftlichen Zusammenhängen, ja. das mir dann hilft, die Daten einfach besser zu verstehen und verschiedene Daten sinnvoller miteinander zu verknüpfen. Und aus unserer Sicht darf man eigentlich keine dieser drei Säulen unterschätzen.
Okay, gut. Was so in, für mich in diesem Artikel grundsätzlich und so, so über allem schwebt, ist so der Eindruck, der Autor ist der Meinung, in den Unternehmen, in denen man als Anbieter über Big Data spricht, hat keine Ahnung von dem, was da eigentlich läuft. Und deswegen entscheidet man sich vielleicht als Führungskraft oder als Inhaber eines Unternehmens dafür, einen Dienstleister zu beauftragen, einen Anbieter von irgendwelchen Big Data Lösungen. Und einfach um die eigene Angst so ein bisschen runterzubringen. Ist das das, was ihr erlebt? Also in euren Gesprächen, ist viel Wissen schon in den Unternehmen vorhanden? Wissen die, auf was sie zu achten haben? Oder ist das tatsächlich so, dass die euch an sich reißen, weil sie sagen, ihr seid jetzt diejenigen, die uns bei unserem Problem helfen müssen? Also glücklicherweise hatten wir aus meiner Sicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, noch niemanden, der zu uns gekommen ist, weil er nicht wusste, was in seinem Unternehmen läuft. Ich glaube, da würde ich mich auch relativ unwohl beifühlen und ich weiß nicht, ob ich dem guten Gewissens dann eine Datenanalyse-Lösung für sein Unternehmen verkaufen möchte. Ja. Nein, ich glaube, das ist auch in der Regel nicht der Fall. Worauf das ein Stück weit natürlich anspielt, sind diese ganzen teil- und vollautomatisierten Entscheidungsprozesse, von denen viele reden, wenn sie über Big Data Lösungen reden. Es kann sein, dass das irgendwann mal funktioniert. Es kann sein, dass das demnächst auf sehr kleinen Skalen für sehr abgegrenzte Problemstellungen funktioniert, die sehr klar definiert sind, aber dann eben halt ganz stark anwendungsfallbezogen. Ja. Aber das, was wir eigentlich sehen bei unseren Kunden, ist, dass erstens einen Bedarf dafür gesehen wird, mit den eigenen Daten, die immer mehr werden, immer undurchschaubarer werden, jetzt mal zu arbeiten, das zu nutzen, was in den letzten Jahren angefallen ist. Okay. Und vor allem auch, dass erkannt worden ist, dass sich mit den Kapazitäten, die ein Mensch einfach nur mit seiner Kreativität hat, dieser Informationsflut gar nicht mehr Herr werden kann. Ja. Wir müssen ja sehen, dass die Menge an Informationen, die heute produziert wird, einfach so gigantisch ist, dass ich eben halt nicht mehr einen begabten Mitarbeiter an den Schreibtisch setzen kann und dem sagen kann, hier mach mal was damit. Ja. Sondern ich brauche eben halt eine Unterstützung in der ganzen Geschichte. Aber das muss ja am Ende dazu führen, dass diese Informationen wieder komprimiert werden, dass sie kondensiert werden auf was Wichtiges, auf irgendwas, wo meine Mitarbeiter was mit anfangen können. Aber dass ich trotzdem es noch schaffe, die Erfahrung sowohl meiner Mitarbeiter als auch die Erfahrung des Managements in die Entscheidung auch noch einfließen zu lassen. Das heißt, ich möchte natürlich dumme Fehler vermeiden, die dadurch entstehen, dass meine Kollegen, meine Mitarbeiter die Informationen nicht überblicken. Aber ich möchte natürlich auch, dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben, die vielleicht fernab von jedem Sensor, von jeder Datenanalyse, die ich gerade schon fahre, dass sie diese Erfahrungen noch mit einfließen lassen. Und aktuell ist, glaube ich, wirklich diese Schiene, dass man beides nutzt, dass man nicht sagt, ich vertraue jetzt nur der Maschine oder nur dem Mensch, sondern dass man sagt, beide können zusammen in Kooperation ein gutes Ergebnis liefern. Das ist in näherer Zukunft eigentlich der vielversprechendere Ansatz. Beruhigt mich auch, dass du sagst, dass das auch so gesehen wird. Ich habe tatsächlich nach dem Lesen des Artikels überlegt, was würde dabei rauskommen, wenn jetzt Menschen in großen Konzernen, die Abermillionen Euros im Jahr verdienen, sich darauf verlassen würden, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt da die richtige Entscheidung bei raus und dann mache ich das auch mal. Also das wäre eine blanke Katastrophe letztendlich. Ne? Ich kann sowas halt sehr zufällig machen für Situationen, die ich schon mal erlebt habe. Ja. Das kann ich dem Computer heute gut beibringen und vielleicht sind selbstfahrende Autos das beste Beispiel dafür. Die reagieren mit Sicherheit schneller als ein Mensch. Die können vielleicht auch die ein oder andere unerwartete Situation schneller erfassen als ein Mensch. Ja. Aber in der Situation, wo dann was passiert, wo niemand mit gerechnet hat, da ist es dann eben halt noch notwendig, dass der Mensch am Steuer mit seiner Erfahrung, mit seiner Lebenserfahrung, mit seiner guten Wahrnehmung eingreift und eine Kollision verhindert oder eben halt einfach die richtige Entscheidung trifft. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was in vielen Bereichen der Wirtschaft einfach das Ziel sein muss, dass man da hinkommt, dass man eine starke Computerunterstützung ist, die einfach in der Lage ist, viel mehr Informationen in kurzer Zeit zu verarbeiten, aber dass man gerade in den wichtigen Bereichen dann auch noch einen Menschen hat, der das Ganze nochmal
mit seinen Erfahrungen gegen die Realität checkt und sich überlegt, kann diese Lösung jetzt überhaupt die zielführende sein? Das ist ja jetzt auch tatsächlich nochmal allgemein auf die Digitalisierung gesehen. Und wenn man da bedenkt, was ja im Moment so an Zahlen kreist, wie viele Arbeitsplätze letztendlich verloren gehen, angeblich, weil Maschinen da das Ruder übernehmen. Und da würde ja Big Data eine große Rolle spielen, weil nur eine Maschine, die irgendwie selbstständig Entscheidungen auch wirklich gut fällen kann, kann ja dann auch einen Mitarbeiter ablösen. Und da ist es zumindest Stand der Technik heute und auch absehbar so, dass ihr sagen würdet, nee, die Gefahr besteht gar nicht, weil es sollte immer noch mal jemand mit Erfahrungswissen auch dabei sein. Und gut. Um vielleicht nochmal auf den Punkt zurückzukommen, die Frage, ob in den Unternehmen oder den Leuten aus der Wirtschaft, die mit uns sprechen, ob da schon Expertise im Bereich Big Data oder Data Science, wie wir es eigentlich korrekterweise nennen würden, vorhanden ist. Bei allen, mit denen wir bisher gesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass dort kein ausreichendes Wissen vorhanden ist. Das Problem dabei ist natürlich, wenn man in diesem Bereich tätig ist, braucht man nicht jemanden, der Informatik studiert hat und IT gut kann. Man braucht auch nicht jemanden, der nur Statistik studiert hat und Statistik gut kann. Man braucht immer eine Mischung aus, man braucht auch nicht nur den Ingenieur, der jetzt gerade die Maschinen gut versteht, man braucht immer eine Mischung aus Leuten, die an allen Punkten relativ stark sind und in allen Punkten was dazu beitragen können, weil die Probleme und die Lösungen, die man baut, die werden so komplex, dass man die nicht mehr mit einzelnen Domänenwissen bewerkstelligen kann. Und da kommt natürlich für einen Mittelständler dann natürlich das Problem, auch wenn der sich im Bereich Big Data was aufbauen will, dann reicht es nicht, eine Person einzustellen, dann muss der sich ein Team aufbauen. Und wahrscheinlich auch ein Team aus Menschen, die ein ganz gutes Jahresgehalt haben, ne? Also die jetzt nicht. Ja. Genau, und das ist für die meisten Mittelständler wahrscheinlich heutzutage einfach nicht stemmbar. Ja. Dazu kommt dann natürlich, dass gerade diese Leute, die Experten in dem Bereich sind, sehr rar sind und die natürlich mit ihrer Gehaltsklasse auch ganz woanders unterkommen können als bei einem Mittelständler. Ja, bei einem Mittelständler im Sauerland, wo man ja allein schon wegen Sauerland nicht sein möchte. Hast du jetzt gesagt. Ich habe das ganz bewusst gesagt. Wir haben ja Anfang Dezember so einen Digitalisierungskongress organisieren wir da gerade für. Und da ist eine Speakerin, die arbeitet im Sauerland, wohnt aber in Dortmund und die sagt, ich weiß gar nicht, wie ich hier hingeraten bin nach Lüdenscheid. Ich hätte mir das nie ausgemalt, dass ich hier mal lande. Ich hoffe, die sieht das Interview, dann fühlt sie sich jetzt wieder geärgert. Gut, nee, wir haben jetzt gerade mit der letzten Frage auch die fünfte These im Grunde genommen schon erschlagen aus meiner Sicht. Oder siehst du das anders? Du guckst da gerade so. Ich muss mir die fünfte These nochmal angucken, die habe ich so. Okay. Also die fünfte These besagt, dass Big Data alleine deswegen nicht funktionieren kann, weil die Daten immer eine Mischung aus 100% exakten Messdaten und Befragungen von Menschen sind, die dann weniger exakt sind, und eine Mischung aus exakten und unexakten Daten würde immer zu einem falschen Ergebnis führen. Und da haben wir ja im Grunde gerade so ein bisschen über statistische Methoden und so schon geredet. Also ich weiß oder so nicht, was ihr da den ganzen Tag macht, wenn ihr Statistik macht. Aber also ein wichtiger Punkt, den man dabei vielleicht festhalten muss, ist, jeder, der sich mit Daten auskennt, weiß, dass es 100% exakte Daten einfach gar nicht gibt, per se nicht. Wenn ich Sensordaten aus einer Maschine habe, dann weiß jeder, der sich damit auskennt, wie diese Maschinen-Sensordaten erfasst werden, dass auch die fehlerbehaftet sind und immer nur mit einer bestimmten Präzision bekannt sind. Das heißt, für uns sind alle Daten fehlerbehaftet. Die Frage ist eher, wie groß ist die Unsicherheit, wie groß ist der Fehler, wie genau kenne ich diese Daten? Wenn ich das alles vernachlässige und das alles in eine Maschinerie packe und davon ausgehe, dass alles exakt perfekt gemessen ist, dann kann es natürlich mit passieren, dass das Ergebnis, die Vorhersage, die Analyse einfach falsch ist, weil das Wissen über diese Unsicherheiten gar nicht eingeflossen ist. Wenn man Statistik kann, weiß man, dass man diese Unsicherheiten berücksichtigen muss, um am Ende für die Vorhersage auch ein gewisses Risiko anzugeben, zu sagen können, okay, das kann dir jetzt mal ein klassisches Beispiel, wir können jetzt einem Unternehmer sagen, wenn er diese Strategie verfolgt, macht er 6% mehr Umsatz. Wenn wir ihm jetzt verschweigen, dass diese 6% mit einer Unsicherheit von 7% bekannt sind, kann es für ihn bedeuten, dass er zwischen -1% bis +13% Umsatzveränderung gegenüber dem Vorjahr macht. Ja. Für einen Mittelständler kann natürlich -1% fatal sein, weil ihn das in ein Liquiditätsproblem und in die Insolvenz treibt. Ja. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass
bei allem, was man macht, die Unsicherheiten und die Risiken der Daten immer berücksichtigt werden, damit ich auch am Ende sehe, wie gut ist meine Analyse. Dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, an welchen Stellschrauben hängt es denn. Sind diese geschätzten Daten, die ich hier relativ ungenau bekannt habe, vielleicht das Problem? Muss ich dafür sorgen, dass ich die besser bestimmen kann, damit mein Ergebnis präziser wird? Ja, okay. Ja. Jetzt wirklich mal eine ganz konkrete Frage zu eurer Arbeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr geht jetzt zu einem mittelständischen Unternehmen, der hat euch gerufen, weil er möchte so eine Vorhersage haben, die du gerade als Beispiel gebracht hast. Also wie stark kann mein Umsatz wachsen, wenn ich bestimmte Dinge tue? Was macht ihr dann? Also wie geht ihr dann hin? Also wie fangt ihr an überhaupt? Wo packt ihr als erstes an? Ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich erst für Fragen stellen müsste alleine schon, um dann am Ende zu einem Ergebnis zu kommen. Also in dem Fall gibt es ein Verfahren, darüber sind wir an diesen Anwendungsfall auch gekommen, gibt es ein Verfahren, das von einigen Unternehmensberatern verwendet wird. Im Grunde steht das komplette Verfahren und es werden einfach im Rahmen von einem Consulting-Auftrag werden die Zahlen, die Eingangsparameter eben halt entweder gemessen oder abgeschätzt. Mhm. Das Ganze wird in eine riesige Excel-Tabelle eingetragen und am Ende rattern halt die Zahlen raus, wie die Umsatzentwicklung unter den gegebenen Annahmen und den gegebenen Messdaten ist. Das Verfahren steht, das wird so angewandt und jemand, der so eine Consulting-Firma beauftragt, der bekommt dann eben genau diese Aussage, wenn du das und das machst, verändert sich dein Umsatz so und so und bei deiner Konkurrenz würde es so und so aussehen. Gut, das gibt es, das wird gemacht. Ins Gespräch gekommen sind wir darüber, dass mittlerweile viele Kunden nachfragen, okay, wir haben jetzt Abschätzungen da reingepackt, wie stark hängt denn dieses Ergebnis von diesen Annahmen überhaupt ab? Die sind sich bewusst darüber, dass wenn sie an der Stelle 150.000 Euro eingetragen haben, das können vielleicht 50.000 sein, vielleicht steht da aber auch eine 500.000 nächstes Jahr. So, und jetzt kommt eben genau der Teil rein, den wir in unserem Forschungsbereich eigentlich täglich gemacht haben. Es gibt Modelle dafür, es gibt Verfahren dafür, wie man an solchen Eingangsparametern, an solchen Zahlen wackeln kann, um dann eben halt zu sehen, wie sich das Ganze aufs Endergebnis auswirkt. Okay. So, in einem ganz einfachen Zusammenhang kann man sich eine Summe vorstellen, ja, die Summe ist eine unbekannte A plus 5, ja, und dann kann ich mir anschauen, okay, wie ändert sich das Ergebnis, wenn ich A zwischen 0 und 10 variiere. Das ist relativ trivial. Ja. Wenn ich jetzt davon ausgehe, da steht nicht A plus 5, sondern ich habe ganz verschiedene Rechenzeichen da drin, ganz verschiedene Zusammenhänge, die Variablen kommen mehrfach vor, die Variablen kommen quadratisch und in Wurzeln und sonst wie vor, dann geht das alles nicht mehr so einfach. Ja. Und dann muss man sich eben ein bisschen clever überlegen, wie kommt man dahinter, was für Auswirkungen das Ganze hat. Und solche Verfahren sind es dann zum Beispiel, die man anwenden kann, um nicht nur ein Ergebnis zu haben, eine Vorhersage mit einer bestimmten Kennzahl zu haben, sondern auch noch zu sagen, okay, wir haben hier eine Strategie, die gibt dir 6% plus minus 7, aber wir hätten auch noch eine Strategie, die gibt dir nur 4, aber dafür plus minus 2. Ja. Ja, und das ist was man vom Verfahren her zum Beispiel heutzutage schon in Google Maps sieht. Wenn man sich nämlich ein bisschen tiefer reinklickt in das Ganze, dann zeigt einem Google Maps für verschiedene Routen nicht nur die geschätzte Fahrzeit, sondern auch die geschätzte Maximalfahrzeit. Ja, das stimmt. Ja, das heißt, ich kann mir die Route aussuchen, die mich sehr sicher bis 18 Uhr zum Ziel bringt, auch wenn es eine gibt, mit der ich vielleicht schon um 13 Uhr ankomme. Aber vielleicht auch erst um 21 Uhr oder 24 Uhr, genau. Und das ist genau das, was für viele Anwendungsfälle natürlich extrem wichtig ist. Wenn ich einen Termin habe, dann will ich nicht die Route, die im Durchschnitt am schnellsten ist, sondern ich will die haben, die mich pünktlich, mit hoher Sicherheit pünktlich ins Ziel bringt. Und diese Art von Problemstellung, die kann ich natürlich in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft formulieren. Deswegen werden genau diese Verfahren natürlich immer relevanter, gerade auch im Industriebereich, wo es jetzt auf immer kürzeren Zeitskalen Veränderungen geben wird. Ob wir über die Losgröße 1 reden, im Rahmen von Industrie 4.0, ob wir über die Steuerung von Stromnetzen reden, die früher mit ein paar 10 Kraftwerken in Deutschland total simpel war. Heute haben wir auf jedem dritten Dach Photovoltaik oder Windenergie. Das heißt, wir haben Veränderungen auf ganz kurzen Zeitskalen, die nur sehr schwer vorhersehbar sind. Und genau für solche Arten von Systemen brauchen wir dann natürlich auch genau diese Abschätzung. Wie sicher ist meine Prognose? Was sind Worst Cases, was sind Best Cases, was kann ich eigentlich erwarten in der nächsten Zeit? Okay.
Gut, also im Grunde genommen ist da viel Consulting dabei bei dem, was ihr macht. Also es ist nicht, hier ist ein fertiges Produkt, lieber Kunde, wirf mal rein und dann gucken wir mal, sondern da ist, bevor es überhaupt rangeht, Daten irgendwo reinzukippen, auch viel Gehirnschmalz drin. Aus unserer Sicht ist das essentiell, ja. So anzufangen, einen Anwendungsfall zu formulieren, zu überlegen, was ist da an Daten, wie viel kann ich damit schon machen, unter Umständen dann sehr früh schon für einen Teilbereich einen Prototyp zu entwickeln, der das Vertrauen schafft und dann wirklich zeigt, dass die Lösung funktioniert. Ich habe zumindest noch keine Lösung gesehen, der ich zutraue, dass man da die Daten reinkippt und sofort Antworten bekommt. Und das ist selbst bei, bei den großen Anbietern im, im Bereich Daten nicht absehbar, dass es das wirklich gibt, auch wenn da natürlich im Marketingbereich ziemlich viel behauptet wird. Okay, gut. Ja, super. Da habt ihr mir meine Fragen ausführlichst beantwortet. Ich hoffe, unseren Zuschauern gefällt es dann auch und die können was mitnehmen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt oder wollen wir einfach Schluss machen? Ich habe gerade nichts, was mir unter die Nägel brennt. Okay, gut. Dann Dankeschön. Gerne.